Munition. Leute, was geht bei euch? Es gibt eine neue Waffe in Battlefield 5 und zwar das Typ 97 MG. Da schaltet man sich wie jede neue Waffe über die wöchentlichen Teils of War-Aufgaben frei und die sind diesmal ja so ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen. Also ich habe den unteren Weg genommen. Es kann sein oder es wird so sein, dass für die eine Art von Spieler der obere oder mittlere Weg vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Für die andere Art von Spieler wird der untere Weg deutlich schneller gehen. Der untere Weg sieht so aus, führe einen Truppbefehl aus. Ich denke, das kriegt jeder hin. Dann geht es weiter mit haltet 60 Gegner als Trupp vollständig nieder oder eliminiert sie, danach 2500 Punkte als Versorgungssoldat machen, danach 200 Schaden mit Sprengsätzen beim Sturmsoldat machen, dann muss man Medi 500 Punkte heilen in einem Leben und zu guter Letzt muss man noch 12 Ziele erobern. Ich habe mit dem unteren Weg so um die 30 Minuten gebraucht, um die Waffe freizuschalten, deswegen habe ich den auch genommen, weil oben so Aufgaben dabei sind, die nicht unbedingt von einem selber abhängen, wie führe 10 Truppbefehle aus oder hier fordere als Truppverstärkung 40.000 Anforderungspunkte an oder auch hier erobere einen Durchbruch ein Ziel. Das sind so Sachen, ja, ist alles nicht schwer und alles lockerflockig machbar, aber dann hat man hier doch mal einen Kack-Squad-Leader und hier und das. Ich denke, ihr wisst genau, was ich meine. Dementsprechend der untere Weg doch schon hier deutlich entspannter. Und dann bekommt man das Typ 97 MG und das ist eine neue Waffe für die Versorgerklasse beziehungsweise ein neues LMG für die Versorgerklasse. Das ist hier an der Stelle ganz wichtig und als ich meine erste Runde damit gespielt habe, dachte ich mir auch erstmal nur, ach du Kacke, was ist denn da passiert? Denn das Ironsight, das Visier, das Nicht-Visier, ich meine, guckt euch das Ding an, das ist schrecklich. Da ist selbst das Ironsight von der Farmers aus Battlefield 3 nichts dagegen. Dementsprechend, Leute, ich lege euch ganz doll ins Herz, packt da irgendein Visier drauf, dass ihr nicht damit spielen müsst. Ich war auf jeden Fall erstmal ein bisschen abgeschreckt von dem Teil und habe da sofort einen Dreifachscope drauf gemacht und das hat sich dann schon deutlich besser gespielt und man hat auch sofort gemerkt oder ich habe sofort gemerkt, hey, ich weiß, ihr hasst es oder es sind viele unter euch, die das hassen, aber hey, das ist der übelste Laser. Ich meine, das sind sehr viele Waffen jetzt, vor allem mit dem neuen Time-to-Kill-Patch und auch allgemein sind Versorgerwaffen an sich sehr, sehr präzise. Das ist ja ihre Spezialität, so die Eigenschaft, aber das Ding legt da nochmal eine kleine Schippe oben drauf und das auch komplett ohne Spezialisierung. Also sehr angenehm zum Hochleveln war die Waffe, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch gar nicht mal ansatzweise daran gedacht, die Waffe irgendwie auf Rückstoß zu skillen. Ich bin direkt diesen Weg hier gegangen. Vor allem wegen der letzten Spezialisierung, dem etwas schneller nachladen, denn das ist eine negative Eigenschaft von der Waffe. Die braucht ein bisschen länger. Also jetzt nicht ultra lang, aber schon merkbar ein bisschen länger als die Waffen, die ich so sonst spiele. Das Typ 97 MG kann man eigentlich ziemlich gut mit der KI-7 vergleichen. Zumindest laut den Ingame-Statistiken haben beide dieselbe Feuerrate, 568. Bei den 25er-Magazinen, die Unterschiede liegen hier eher in den Spezialisierungen und in der Präzision. KI-7 hat nämlich die Möglichkeit, dass man die auf Hipfire skillt und auch die Feuerrate erhöht an sich, dass die auf 635 kommt. Und das Typ 97 geht eher so in die Laser-Richtung, also ganz viel Rückstoßverbesserung, ganz viel Präzisionsverbesserung, verbessertes Zweibein, also eher so der gemütlichere Spielstil. KI-7 ist eher so ein bisschen offensiv und auch Hipfire-mäßig ein bisschen besser und das Ding halt eher so, ja, ne, der gemütliche halt. Wobei, das jetzt vielleicht, ich bin ziemlich gut damit klargekommen, muss ich sagen, auch wenn ich eigentlich nicht so der gemütliche Spieler bin, aber dieser super Laser, den man damit hat auf Distanz, das, keine Ahnung, bockt halt einfach rein. Vor allem jetzt mit der neuen Time to Kill ist diese Waffe wirklich ziemlich gut. Feuerrate ist, ja, könnte ein bisschen besser sein, ist aber vollkommen in Ordnung. Magazingröße passt auch zu der Feuerrate. Super Laser auf Distanz, Schaden 25 im Nahkampf, 13 auf Distanz. Klar, Leute, wir wissen es, wie es vorher war mit der alten Time to Kill, war es besser. Aber jetzt mal einfach auf die Waffe bezogen, die funktioniert mit der neuen Time to Kill wirklich extrem gut. Das ist, man könnte sogar sagen, das ist, was hat denn die Ribbelröhrwarte? Aber ich muss mal ganz kurz, ganz schnell gucken. Damit kann man die auch übel gut vergleichen. Es ist eine deutlich bessere Ribbelroll, wenn man es jetzt mal so direkt vergleicht. Magazingröße ist dieselbe, aber dafür ist das Typ 97 MG in allen anderen Punkten besser. Präzision sowieso, Schaden auch, Feuerrate auch. Das Typ 97 ist eine deutlich bessere Ribbelroll und auch im Vergleich mit der KI-7, da ist halt die KI-7 im Nahkampf ein bisschen im Vorteil, aber wenn es dann so auf die mittlere Distanz, weite Distanz zugeht, sogar sehr weite Distanz zugeht, dann liegt das Typ 97 einfach durch die extrem kranke Präzision deutlich im Vorteil. Ich denke, ihr habt eine ganz gute Vorstellung von der Waffe bekommen, also für alle Leute, die gerne versorgen. Spielen ist ja sowieso eher so der gemütliche Spielstil. Man ist ein bisschen defensiver unterwegs. Man kann halt auch nicht so schnell reinscopen. Man kann nicht so schnell aus der Hüfte schießen. Man ist nicht so präzise dabei. Dementsprechend ist es halt eher der gemütliche Spielstil. Und dafür ist die Waffe, also für die Versorgerklasse, ist diese Waffe wirklich perfekt geeignet. Definitiv nichts für mich, aber ich bin mir ziemlich sicher, viele da draußen, viele von euch, werden diese Waffe ziemlich gerne spielen. Leute, so viel zum neuen Typ 97 MG. Nächste Woche gibt es direkt die nächste neue Waffe und übernächste Woche gibt es auch direkt die nächste neue Waffe, die beiden neuen Medi-MPs. Wenn euch das Video hier gefallen hat und ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, lasst doch gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Video auch noch einen dicken Daumen nach oben, ein Like geben. Auch vielen Dank dafür und tschüss.